Ich öffne Brawl Stars das erste Mal nach 100 Tagen. Alter, legendärer Stardrop gratis. Alter, wir haben alles voll mit Gratis-Geschenken. Oh mein Gott, ich habe ja richtig viele Posteingang-Nachrichten. Und zwar, Alter, Spende von 170 Juwelen, Leute. Oh mein Gott, gratis 170 Juwelen. Digga, das ist so krass. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir sitzen heute an einem bisschen anderen Ort. Und zwar bin ich aktuell in Dubai noch, Leute, in einem Hotelzimmer. Und Leute, ich dachte mir, ich werde heute das allererste Mal wieder nach über, ja, ich glaube sogar 4 oder 5 Monaten mittlerweile, Brawl Stars öffnen. Ich habe ultra Bock wieder bekommen, mal ja, reinzugehen. Und viele von euch haben es sich gewünscht, auf jeden Fall in den Kommentaren. Ihr seht mal hier ein paar Kommentare eingeblendet, dass ich mal wieder Brawl Stars spielen soll, weil vieles neu dazugekommen. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe gar keine Ahnung, was alles so dazugekommen ist in den letzten paar Monaten. Ich habe so ein bisschen mir das angeschaut, die Brawl Talks, aber jetzt nicht getestet oder so. Dementsprechend, Leute, würde ich sagen, wir öffnen zusammen Brawl Stars in 3, 2, 1 und let's go, Digga. Oh mein Gott. LOL, was ist das für ein Background? LOL. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall hier im Game, Leute. Okay, Leute. Wir haben aktuell... Was? 57.000 Pokale habe ich noch? Hä? Ich bin ja kaum gedroppt, Bro. Ich hatte ja 60.000. Jetzt habe ich nur 57.000. Digga, ich bin ja gar nicht gedroppt. Dann haben wir hier auf jeden Fall Trophäenereignisse. Powerliga immer noch. Okay. Gehen wir mal in den Shop. LOL! Oh mein Gott, das ist... Alter, legendärer Stardrop gratis. Oh mein Gott, nur noch 13 Minuten, Bro. Oh mein Gott. Hä? Ist ja geisteskrank. Leute, erstmal natürlich wieder ganz wichtig Creator-Code Lukas eingeben. Macht das alle mal. Digga, als ob wir so legendäre Stardrops hier haben. Hä? Chuck Early Access? Was ist das? Hä? Kann man den dann vor allen anderen spielen oder wie? 70 von 71. Welcher Brawler fehlt mir noch aktuell? Ah, Pearl fehlt mir und Chuck. Ist ja geisteskrank, Digga. Oh mein Gott. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich mal alles testen. Ich habe richtig, richtig Bock. Ich würde sagen, bevor erstmal der erste legendäre Stardrop weggeht, klicken wir den mal an. Oh mein Gott. Alter, legendärer Stardrop. Okay, Leute. Ich würde sagen, 3, 2, 1. What? 1000 Credits, Bro. Oh mein Gott, das war geisteskrank gut, glaube ich, ne? Ganz witzig, Leute, bevor es jetzt weitergeht, ihr könnt auch aktuell mein neues Buch Auf der Jagd nach dem goldenen Playbutton vorbestellen. In dem Buch geht es darum, wie ein kleiner Junge ein großer YouTuber mit über 1 Million Abonnenten wird. Das heißt, wenn du auch mal YouTuber werden willst, hol dir unbedingt dieses Buch. Es ist eine richtig spannende Geschichte und ist auch an meiner eigenen Geschichte inspiriert, Leute. Das heißt, auf jeden Fall ein bisschen was lernt ihr auch über meine Geschichte. Holt euch unbedingt das Buch auf Amazon jetzt vorbestellen. Wenn ihr das Buch vorbestellt, bekommt ihr auch ein geheimes Wasserrutschen-Video hier aus Dubai dazu. Also macht das unbedingt, Freunde. Okay, Leute, ich würde sagen, wir heben uns mal den zweiten legendären Stardrop nochmal auf und gönnen uns jetzt mal direkt den neuen Brawler Chuck, Alter. Early Access, ich weiß gar nicht, was das genau bedeutet. Machen wir jetzt einfach mal. Okay, Leute, oh mein Gott, der Kauf war erfolgreich. Wir haben den neuen Brawler Chuck bekommen. Let's go, Junge. Alter. Okay, Leute, richtig geil. Und oh mein Gott, wir haben nochmal das nächste Gratis-Geschenk. Chuck Early Access. Alter, wir haben alles voll mit Gratis-Geschenken. Oh mein Gott. Alter, jetzt haben wir auf einmal wieder richtig viele Angebote hier reinbekommen. Alles gratis, Digga. Hä? Teuflischer Chuck-Skin gratis? Bro, oh mein Gott, wie krank ist das, Digga? Wie viele Gratisgeschenke gibt es hier, Alter? Junge, oh mein Gott, hä? Digga, der kommt, nächster legendärer Stardrop, Leute. Let's go. Und Star Power ist knallt für Hank, okay. Ja, nicht schlecht, immerhin. Dann holen wir jetzt mal diese ganzen Gratisgeschenke hier noch ab. Digga, das sind auch voll krasse Gratisgeschenke. Seit wann gibt es in Brawl Stars wieder so viele Gratisgeschenke? Ich habe irgendwie im Kopf, dass es da nie welche gab irgendwie, seitdem Boxen entfernt wurden. Leute, auch übrigens meine ehrliche Meinung, ich vermisse immer noch Megaboxen. Ich finde auch, dass Megaboxen immer noch eine Sache sind, die absolut fehlen. Aber genau, erstmal haben wir die ganzen Gratisgeschenke abgeholt. Und Leute, ich muss schon mal eine Sache sagen, und zwar... Alter, was ist jetzt auf einmal 72 Brawler hier? Warte mal, wir müssen erstmal nach meisten Trophäen sortieren, Leute. Oh mein Gott. Ihr seht schon, ich habe noch nicht mal Hank gespielt, ich habe nicht Chuck gespielt, Doc habe ich auch nicht einmal gespielt und Cordelius auch nicht. Ich würde aber sagen, wir haben jetzt Creator Code Lukas eingegeben. Oh, wir müssen Juwelen, glaube ich, aufladen, ne? Oh mein Gott, ich habe ja richtig viele Posteingang-Nachrichten. Spende
Oh mein Gott, wir haben richtig viele Sachen im Posteingang. Und, oh, Alter, lol. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und, ah, Leute, stimmt. Noch eine Sache habe ich komplett vergessen. Die holen wir uns jetzt mal ab. Und zwar, Leute, haben wir nochmal in den Posteingang eine weitere Nachricht bekommen. Und zwar Altersspende von 170 Juwelen, Leute. Und zwar gibt es da auch ein geiles Gewinnspiel. Alle Leute, die unter diesem Video kommentieren, liken und mir auf Instagram folgen, die können dann auch 170 Juwelen tatsächlich gewinnen. Und ich würde sagen, wir fordern das Ganze ein. Oh mein Gott, gratis 170 Juwelen. Digga, das ist so krass. Und ich würde sagen, wir müssen trotzdem jetzt mal Gems aufladen, Leute. Ich lade jetzt einfach mal 2000 Gems auf und dann kaufen wir uns mal den Brawl Pass durch. So, Leute, jetzt habe ich es endlich hinbekommen. 2000 Gems habe ich aufgeladen. Und ich würde sagen, Digga, wie bekomme ich jetzt nochmal den Brawl Pass? Hä, lol, muss ich den jetzt... Hä? Muss ich den jetzt hier komplett hochkaufen oder was? Bro! Hä, warte mal kurz. Ich dachte, man kann so plus 10 Stufen oder so machen. Okay, Leute, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch echt aus der Übung. Ich muss echt sagen, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Digga, jetzt jammen wir den auf jeden Fall mal hoch, würde ich sagen. Let's go. Weiß, der ist schon ein bisschen älter, der Brawl Pass, Leute. Aber ist ja jetzt auch egal. Oh mein Gott. Und wir haben jetzt auf jeden Fall Pearl. Leute, let's go. Ich habe keine Ahnung mehr, was dieser Brawler macht, um ehrlich zu sein. 20 chromatische Brawler gibt es auch schon. Bruder. Oh, Limit erreicht habe ich hier. Hä? Nochmal legendärer Star-Drop. Oh mein Gott, das ist der... Digga, das ist der dritte oder vierte von heute gewesen. Oh mein Gott, Hank Gadget. Alter, ultra geil, Bro. Ey, so viele Gratis-Sachen. Das ist anders heftig, Leute. Wir können jetzt nochmal die ganzen Credits hier so abholen, würde ich sagen. Oh mein Gott, das schmeckt, Leute. Roma-Credits natürlich auch. Sehr, sehr geil. Ey, vielleicht können wir uns dann nochmal so eine neue Ruhmstufe leisten oder so. Ich weiß es jetzt nicht, natürlich. Zack. Okay. Boom, 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 boom. Let's go. Alter, richtig, richtig geil. So, irgendwie macht das mir gerade schon wieder echt Spaß, muss ich sagen, Leute, weil ich es so lange nicht mehr gemacht habe. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Brawler rein. Und ich glaube, ihr wollt wahrscheinlich alle sehen, wie ich jetzt erstmal die teste, die Brawler. Wir nehmen jetzt mal erstmal Chuck hier, Leute. Und zwar powern wir den jetzt mal hoch. Ey, warte mal kurz. Lol, warte mal. Da gibt es doch dieses Hypercharge oder so, ne? Power 11, Max Level. Okay, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was dieser Brawler kann. Der hat nur solche Züge oder so, weiß ich. Also ich habe den noch nie gespielt. So, warte mal, wir machen jetzt erstmal nur Tempo und Damage einfach, ne? Hä? Bro, warte, Star Power? Ach so, stimmt, Star Power. Machen wir einfach mal die hier. Digga, oh mein Gott, ich bin richtig verwirrt. Warte mal kurz. Hä, Digga, da gab es doch dieses Hypercharge oder so, ne? Egal, wir nehmen jetzt einfach mal kurz. Ich bin richtig verwirrt gerade. Chuck, Max Level. Okay, oh mein Gott, ich bin so verwirrt. Und jetzt gehen wir mal rein in... Hä? Achso, doch, ich wollte gerade sagen, es gibt keinen Solo-Showdown mehr. Jetzt gehen wir mal in Solo-Showdown, Leute. Bro, das ist wirklich meine allererste Runde. Oh mein Gott, Brawl Stars, die ich wirklich also kurz bevor Hank rausgekommen ist. Ich habe keine einzige Runde Brawl Stars mehr seitdem gespielt. Hä, was ist das denn? Hä? Hä, lol, was macht der denn? Bruder, was macht der? Hä? Ach, lol, der teleportiert sich dann. Aha. Ah, der kann dann... Lol, ich verstehe. Der macht dann quasi so Schaden. Und dann kann dann... Der kann dann hier so... Ah, zu dem Ding zurück. Aber warum... Ah, also das ist wie so eine Art Back... Also so ein Checkpoint oder was, den er sich setzen kann. Habe ich das richtig verstanden? Und so attackiert er ein bisschen wie Ems, habe ich das Gefühl. Ah, lol. Okay. Ich verstehe, Leute. Das ist eigentlich ganz geil, das System. Alter, haben wir viele Quests hier, Bro. Oh mein Gott, richtig krank. Leute, wir machen nochmal eine zweite Runde. Ey, ich muss auch gleich noch kurz die anderen Brawler testen. Ey, Digga, das ist so lange her, dass ich das letzte Mal Brawl Stars gespielt habe. Also ich muss sagen, es ist natürlich nach wie vor mein Lieblingsspiel. Ich liebe Brawl Stars, Leute. Und wenn ihr mehr Brawl Stars wieder mal sehen wollt, dann lasst mal wirklich fetten Support da unter diesem Video, Leute. Das wäre mir wirklich wichtig. Oh, Bro. Oh mein Gott, warte mal, ich habe richtig Struggle hier gerade. Ah, lol, jetzt habe ich den so ein bisschen ausgetrickst, glaube ich. Ey, ich habe gar keine Ahnung von diesem Brawler, ich sag's euch ehrlich, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie der funktioniert. Digga, das ist so lost, sage ich euch. Aber, Leute, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr Chuck feiert und was hat das eigentlich mit diesem Early Access auf sich? Also, ist quasi der Brawler irgendwie so aktuell nur verfügbar für YouTuber oder wenn man sich den einfach kauft vorher? Okay, zack. Let's go, Leute. Ah, Leute, jetzt habe ich zwei davon. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. So, Leute. Ey, it's no joke. Ihr müsst mir mal erklären. Hä?
Warum habe ich jetzt einen Star-Drop bekommen? Legendär! Hä? Oh, Star-Power für Hank. Warum habe ich jetzt... Ach so, stimmt, weil ich Spiele gespielt habe. Jetzt verstehe ich das. Als ob ich dann direkt einen Legendären bekomme. Ah, Digga, Leute, ich habe gar keine Ahnung gerade. Ihr seht es. Bro, ich habe diese ganzen neuen Brawler noch alle noch nicht gespielt. Pearl muss man eigentlich auch noch mal ganz kurz testen, Leute. Wir powern den jetzt auch mal hoch hier. Leute, ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich schlecht bin aktuell oder nicht. Aber ey, Digga, wenn ich überlege, ich habe 60.000 Pokale dieses Jahr sogar gepusht. Und jetzt bin ich so schlecht geworden in dem Spiel. Oje, oje. Muss ich eigentlich echt wieder zurückarbeiten. Ich weiß nicht mal, was Pearl kann. Leute, ich habe gar keine Ahnung, was dieser Brawler hier kann. Wahrscheinlich tue ich das jetzt auch gerade voll falsch upgraden, weil ich da reinjamme. Aber ist jetzt auch egal. Also Münzen haben wir auf jeden Fall genug. 1,8 Millionen haben wir, glaube ich, hier. Star Power gönnen wir uns jetzt auch nochmal. Und Leute, dieses... Ah, Leute, der hat eine Hyperladung. Bro, was ist das? Ich habe das noch nie gesehen. Hä? Oh mein Gott, das sieht ja voll krass aus. Pyrolytisch. Alter, Leute, wir testen jetzt das erste Mal eine Hyperladung. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also doch, ich weiß schon, was es ist ungefähr. Das ist wie so eine Extra-Ulti. Aber ich habe keine Ahnung, wie die funktioniert oder was die genau macht, ne? Leute, also ich muss zugeben, aktuell wahrscheinlich wird Jonas gegen mich gewinnen in einem 1 vs. 1. Der gute Jonas. Hä? Was hat der denn für eine Attacke? Lol. Lul. Warte mal kurz. Zack. Warte mal. Hä? Jetzt habe ich eine Ulti. Und ich habe aber, die Hyperladung lade ich jetzt auch noch auf parallel. Das ist eine zweite Ulti, oder was? Ich check das überhaupt gar nicht, wie das gerade hier alles funktioniert, Leute. Oh, hier haben wir nochmal den Boxer. Moin, Boxer. Ah ja, warte mal. Dann warte ich jetzt mal, bis ich die Hyperladung habe. Hyperladung! Oh mein Gott, jetzt bin ich... Alter, ich war, glaube ich, kurz schneller und habe mehr Schaden und sowas gemacht, ne? Oh mein Gott, ich bin ja richtig schlecht gewesen in der ersten Runde. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was der gemacht hat, der Brawler. Alter, Leute, ich bin ja so lost, Digga. Wahrscheinlich habe ich auch schon wieder richtig viele Skins nicht, ne? Legendäre. Oh mein Gott, der ist ja geisteskrank. Ich kann ihn mir gar nicht leisten, hier den legendären Skin gerade. Bro, mythische. Oh mein Gott, hä? Was gibt's alles für krasse neue Skins, Digga? Okay, Leute. Ich weiß nicht, ich würde sagen, das soll es dann erstmal gewesen sein. Das erste Mal Brawl Stars nach 100 Tagen. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr wieder mehr Brawl Stars sehen wollt. Lasst ein Like da, kostet das Abo. Bis dann, ciao, ciao.